Sie sind hübsch, leicht bekleidet und halten den Handballspielern den Rücken frei. Die Wischer Girls der SG Flensburg-Handewitt. Doch nun wischen diese Saison erstmalig Boys den Hallenboden. Luca und Mirko stehen nun schon zum zweiten Mal als Wischer Boys auf der Platte. Handball ist meine Lieblingssportart und wie geil ist es, dass ich direkt am Spielfeld ran zugucken kann bei der eigentlich besten Mannschaft Deutschlands. Also ich krieg dafür Geld, dass ich hier wische. Hammergeiler Job, besser geht's gar nicht. Beide Jungs werden durch einen Facebook-Post auf den Job aufmerksam. Nachdem im letzten Jahr eine Sexismusdebatte entbrannte, ermutigte Sponsor Orion explizit Jungs, sich als Wischer zu bewerben. Also es gab Anfang des Jahres ein mediales Begehren tatsächlich vom ZDF, um genau zu sein, dass es doch eigentlich ungerecht sei, dass da nur Damen wischen müssen, wovon wir auch ein bisschen überrascht waren, denn es ist ja nicht ein Müssen. Aber wir haben das gerne aufgenommen, da sind wir ja auch flexibel und anpassbar und haben insofern mal Ausschau gehalten nach Männern, was aber auch nicht das erste Mal war. Also es gibt die Wischerinnen schon seit vielen, vielen Jahren und es gab auch hier und da schon mal die Suche nach Männern und die war immer sehr erfolglos. Doch auch wenn der Post auf eine Riesenresonanz stieß, war die Anzahl der Bewerber überschaubar. Jetzt sorgen insgesamt 3 Boys für Abwechslung auf dem Spielfeld. Also immer die sehr sexy gekleideten jungen Mädchen und jetzt die Boys in kurzen Hosen, ist gewöhnungsbedürftig. Ja, das ist ja jedem freigestellt und jetzt hat jeder was zu gucken. Also die Security sprechen uns auch drauf an und haben uns erst nicht reingelassen, weil die erst gar nicht wussten, dass Männer auch dabei sind. Aber eigentlich sind auch alle Leute, sehen das ganz entspannt und freuen sich auch. Besonders die Zuschauer, die sehen das alle positiv. Und jetzt auch heute beim Spielfeld ran, haben viele meinen Namen gekannt und haben mich auch angefeuert. Fand ich total cool. Mal eben kurz durchwischen, das macht den Boys zumindest beim Handball Spaß. Doch wie sieht das eigentlich privat aus? Nee, wirklich gar nicht. Also ich mache es, weil es gemacht werden muss, aber ich wische nicht gerne, nee. Thank you.